Langsam Zeit, sonst verpassen Sie Ihren Flug. Ach, du liebe Schreck, jetzt habe ich doch zu Hause in der Hektik meine Armbanduhr vergessen. Wie viel Zeit ist denn noch? Nur so 40 Minuten. Oh, ich fliege. So. Chef? Ja? Ihr Vortrag. Aber rufen Sie doch bitte meine Objektschutzfirma an. Ich glaube, ich habe auch noch vergessen, die Alarmanlage einzuschalten. Seit wann lassen Sie Ihr Haus bewachen? Seit bei uns in der Gegend immer öfter eingebrochen wird. Oh. Wiedersehen, Barbara. Guten Flug. Danke. Hallo, Pia. Achim ist schon fertig mit Hacken. Wer seid ihr? Oh, Charlotte, frag nicht. Hier, die war noch übrig. Die kannst du sicher gut gebrauchen. Wie wenn wir diesen Umzug bloß schon hinter uns hätten. Hallo, ach, ihr beiden. Das ist ja gut, dass du kommst. Guck mal, Charlotte hat uns netterweise noch ein paar Kartons vorbeigebracht. Das muss warten. Ich habe noch in der Klinik zu tun. Ich vertrete heute Simoni. Was soll das denn heißen? Bleibt jetzt etwa alles an mir hängen? Beruhige dich. Ich habe alles im Griff. Also ich weiß ja nicht. Das ist nur eine Frage der Organisation, der reibungslosen Organisation. Hier, grün bedeutet euer Schlafzimmer, gelb ist das Zimmer von Jakob, das neue, rot ist die Einliegerwohnung von Vladi und so weiter und so fort. Ihr versteht? Naja, wir bekleben alle Möbel und Kartons mit bunten Etiketten. Dann wissen auch gleich die Möbelträger, wohin damit. Achims Sachen sind schon beklebt. Vermutlich mit Schwarz. Hör auf, mich zu verspotten. Ein bisschen Trauer darf ja wohl sein, oder? Ich spotte nie. Ich komme heute Abend so schnell, wie es geht, nach Hause. Versprochen. Was machen Sie hier? Und Sie? Wie kommen Sie denn hier rein? Ich bin vom Objektschutz. Ein Wachmann. Ich dachte schon, Sie wären Einbrecher. Also? Ich bin die Nichte vom Hausherrn. Der Hausherr ist verreist und hat uns nichts von Ihnen gesagt. Kannst ruhig du sagen. Du oder Sie, das ist mir völlig egal. Ein Anruf und die Sache ist geklärt. Hey, komm, ich habe nur was zum Schlafen gesucht. Nur für eine Nacht. Du trinkst deinen Champagner und räumst deinen Kühlschrank leer? Willst du auch was? Ich glaube, es reicht echt. Hey! Bitte eine andere Klinik. Spinnst du? Du musst zum Arzt. Ja, aber gerade wo der hier arbeitet. Ist echt toll hingekriegt, ausgerechnet hierhin. Sag mal, läufst du noch ganz rund? Du hast doch hier die Scheiße gebaut. Mann, lass mich los, ja? Sie suchen die Notaufnahme? Nein. Ja. Das scheint aber ziemlich ernst zu sein, so wie das durchblutet. Boris? Ja? Hol mal einen Rollstuhl. Ja. Ist nicht nötig. Ich denke doch. Ich bin Dr. Brentano. Ich kümmere mich um Sie. Warten Sie einen Moment. Ich will hier nicht bleiben. Ich hau ab. Ey, pass mal auf. Wir können das auch anders regeln, ja?
Ich rufe die Bullen und du erzählst ihnen, was alles los gewesen ist. Wenn du vorher nicht verblutet bist. Was mit meinem Rucksack? Was? Ja, der liegt noch in der Küche. Kannst du das nicht bitte für mich in Ordnung bringen? Ich krieg sonst echte Probleme. Ich auch. Ich riskiere meinen Job. Bitte bring ihn mir. Ich warte. Wir sollten unsere Freundin jetzt schnellstens versorgen. Wir gehören nicht zusammen. Wie dem auch sei. Bitte nehmen Sie Platz. Im Behandlungsraum. Ja. Sie haben mich rufen lassen? Ja, wir werden die Wunde gleich hier nehmen. Ja. Guten Tag, ich bin Oberschwester Ingrid. Ich brauche jetzt Ihre Personalien für die Behandlungsunterlagen. Wie ist Ihr Name, bitte? Hanna Dreves. Sind wir uns nicht schon mal begegnet? Nicht, dass ich wüsste. Ihr Geburtsdatum? Ich bin 18. Also ein bisschen genauer müsste ich es dann schon haben. 6.8.85. Danke. Und Ihre Adresse? Ich habe wirklich große Schmerzen. Dafür ist nachher auch noch Zeit, Oberschwester. Natürlich. Wie ist es denn zu dem Unfall gekommen? Ich bin auf der Straße gestolpert und lag ganz zufällig mit zerbrochener Flasche rum. Jetzt fällt es mir wieder ein, Frau Dreves war schon mal bei uns in der Notaufnahme. Sie war damals auch gestolpert und hatte den ganzen Körper voller Hämatome. Jakob, komm doch mal. Ja. So, alles, was hier steht, kommt in unser neues Wohnzimmer. Könntest du bitte die entsprechenden Farbetiketten draufkleben? Welche Farbe? Oh, nun guck doch mal selber. Hier ist keine fürs Wohnzimmer. Das kann gar nicht sein. Charlotte hat mir für alle Zimmer Farben gegeben. Guck selbst. Tatsächlich. Hi, Mann. Ja, hallo, Charlotte. Ja, sag ich ihr. Sag mal, du hast uns gar keine Etiketten fürs Wohnzimmer gegeben. Okay, tschüss. Charlotte hat noch ein paar Kartons übrig. Oh, die Gute. Was wären wir ohne sie? Und unser Wohnzimmer kommt erstmal in den Keller. Wie bitte? Das hat sie gesagt. So, ich gebe Ihnen noch ein Schmerzmittel mit, damit Sie nachts schlafen können. Den Arm sollten Sie aber noch schonen. Wir sehen uns dann in 2 Tagen zum Verbandwechsel. Hat Ihr Bein auch was abgekriegt? Ich würde mir das gerne mal ansehen. Das geht schon. Legen Sie sich bitte hin und machen Ihr Bein frei. Komm, ich helfe Ihnen. Ein Hämatom. Au. Haben Sie wieder Probleme zu Hause? Kommen Sie denn darauf? Ich wohne nicht mehr zu Hause. Also, hat das geklappt mit dem betreuten Wohnen? Ich wohne jetzt auf der Straße, unbetreut. Ich weiß, was Sie beide denken. Ich stinke, bin zu faul zum Arbeiten in Drogen. Niemand denkt sowas. Frau Dreves, wir sollten zur Sicherheit noch eine Röntgenaufnahme machen. Das Hämatom ist nicht sehr groß. Es dürfte eigentlich nicht so schmerzhaft sein. Oh, hallo? Hallo. Das ist ja schön. Hast du ja fast alles geschafft. Pass bloß auf mit der Lampe! Das war ein Scherz. Kann ich dir was helfen? Halt hier fest. Vorsichtig, vorsichtig. Wäre schade drum. Hast du mit Charlotte eigentlich nicht drüber gesprochen, wie wir das Wohnzimmer einrichten? Ich dachte, das können wir später machen. Mhm, später. Unser Wohnzimmer soll erstmal in den Keller. Mhm. Ja. Weißt du, was ich befürchte? Charlotte will die bisherige Einrichtung so behalten, wie sie ist. Das können wir doch nicht einfach zulassen. Nee. Nee. Wo hast du denn die Umzugskartons? Habe ich vergessen. Warum hat das mit dem betreuten Wohnen eigentlich nicht geklappt? Hat's ja. Aber mit 18 ist der Schluss. Danke nochmal für Ihre Hilfe. Ich habe Sie übrigens gleich erkannt. Ja? Ich dich nicht. Du hast dich sehr verändert. Tja. Wir werden halt alle nicht jünger. Ach, wirklich? Darf ich trotzdem noch du sagen? Na komm, setz dich. Sag mal, deine Schule, die hast du aber noch zu Ende gemacht. Ist ja wohl nicht irgendwie, oder? Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Du bleibst, bis Dr. Brentano kommt. Ach, sagen Sie, wo es lang geht, Frau Oberaufseher. Ja. Frau Dreves, ich möchte Sie gerne eine Nacht zur Beobachtung hier behalten. Warum denn? Da sind ein paar Stellen, die sich mir nicht so ohne weiteres erklären. Ja, was denn für Stellen? Morgen früh machen wir eine Computertomographie, dann kann ich Ihnen mehr sagen. Sie kümmern sich um Frau Dreves? Selbstverständlich. Sitzen Sie hier ein bisschen zu mir. Das ist mir eingefallen. Lassen Sie mich mit Ihrem bescheuerten Tee in Ruhe, ja? Hallo, da sind wir.
Hallo. Wir haben schon mal ein bisschen Porzellan mitgebracht, das ist ja so empfindlich. Ja, stellt es gleich hier erstmal ab. Und dann trinken wir erstmal einen Schluck Wein. Lieber Bier. Oh, gern. Also, auf euer neues Zuhause. Schwiegervater, auf dein Wohl. Auf dein Wohl, bitte Sohn. Auf dein Wohl. Auf dein Wohl. Pia, setz dich doch. Ich frag mich gerade, wie wir hier am besten unser Wohnzimmer integrieren. Och, das kann ruhig alles so bleiben, wie es ist. Wir haben überhaupt nichts dagegen, wenn ihr unsere Möbel auch mitbenutzt. Nicht wahr, Friedrich? Überhaupt nicht. Also Moment mal. Vielleicht habt ihr da was missverstanden, aber natürlich wollen wir weiter unsere Möbel um uns haben. Die haben einen Haufen Geld gekostet. Ja, aber wir hängen auch an unseren Möbeln. Die hat Achim uns geschenkt. Und außerdem, eure Sitzgrube passt ja nur gar nicht hier rein. Dieses scheußliche Blau. Oh, also bitte, Blau ist wieder schwer im Kommen. Nein, Weiß. Weiß ist eine elegante, zeitlose Farbe. Ich wollte aber nicht zeitlos, elegant, sondern modern wohnen. Oh, Roland, jetzt sag doch auch mal was. Hallo. Herzlich willkommen in eurem neuen Zuhause. Mit Charlotte kommt man immer irgendwie klar. Hauptsache, man lässt ihr ihren Willen. Ich brauche ein frisches Hemd. Ist alles schon verpackt. Musst du in den Kartons nachgucken. Ja, dann schönen Abend noch. Ja, was ist jetzt mit den Möbeln? Friedrich, sag du doch auch mal was. Wir finden schon eine Lösung. Ich glaube, ich hab sie. Und bei dieser Lösung wird sich ein Dritter ein Loch in den Bauch freuen. Schaffst du das denn heute mit den Kartons? Natürlich. Also so natürlich scheint es ja nicht zu sein. Morgen. Morgen. Morgen, Vladi. Willst du nicht noch schnell was frühstücken? Nee, meine Vorlesung beginnt gleich. Jonas, ja. Den Jonas, den fahr ich am Kindergarten vorbei. Danke. Junge, setz dich doch mal hin. Meine Sachen sind gepackt. Oh, hast du's gut. Jonas, viel Sachen und dann räume ich morgen früh zusammen. Wir beide, Pia und ich, wir haben beschlossen, dir unsere Sitzgruppe und die Schrankwand zu schenken. Nee, lass mal. Ich besorge mir lieber eigene Möbel. Schönen Tag noch. Aber du hast doch jetzt viel mehr Platz in der neuen Wohnung. Wo will denn der Möbel herkriegen? Vom Sperrmüll? Also irgendwie verstehe ich ihn schon. Er will eben was Eigenes haben. Das ist falscher Stolz. Was wird jetzt aus unseren Sachen? Wir dürfen uns das nicht gefallen lassen, Roland. Sonst buttert uns Charlotte in Zukunft immer unter. Zimmerfrühstück. Guten Morgen, Hanna. Du hast bestimmt Bärenhunger, was? Ich habe keine Sachen gewaschen. Wann haben Sie denn das gemacht? Naja, vielleicht bin ich ja nicht ganz so streng, wie du glaubst. Ich bin Schlimmeres geworden, von den Bullen, oder? Wissen deine Eltern eigentlich, wo du bist und wie es dir geht? Ich habe über deine Situation nachgedacht. Auf der Straße leben ist keine Perspektive. Vielleicht tut es deinem Vater inzwischen leid? Dem? Wohl kaum. Hanna, ich will dir doch nur helfen. Das ist ja alles nur Show, mich weich zu klopfen, oder was? Du machst es einem wirklich nicht leicht. Morgen. Ich wollte zu Frau Drews. Ja, aber bitte. Ich dachte schon, es sei die Polizei. Dein Rucksack. Ich habe alles für dich in Ordnung gebracht, Hanna. Aber weißt du meinen Vornamen? Ach, das war nicht schwierig. Ich heiße übrigens Felix. Das klingt ja wie... Das klingt gut. Tja. Dann hoffen wir mal, dass die ganze Sache nicht rauskommt. Übrigens, ich habe mich gar nicht bei dir bedankt. Danke. Ich habe es ja auch für mich gemacht. Hast du eine Zigarette für mich? Du, ich glaube, hier ist Rauchen verboten. Wie sagt man so schön? Dreimal umziehen ist wie einmal abgebrannt? Das kannst du laut sagen. Bei mir geht's ja noch. Bei Roland und Pia sieht die Sache schon ganz anders aus. Dr. Kreuzer... Ich habe gestern eine junge Patientin mit schweren Schnittverletzungen am Arm aufgenommen. Mit Schnittverletzungen? Ja, sie sagte, sie wäre auf der Straße in eine kaputte Flasche gefallen. Und Sie meinen, da steckt was anderes dahinter? Ist schon möglich. Sie lebt auf der Straße. In so einem Fall müssen Sie vor einer Computertomographie wenigstens mit mir sprechen. Sie wissen doch ganz genau, wie Frau Marquardt reagiert. Keine Sorge, sie ist versichert. Außerdem war das CT mehr als notwendig. Würden Sie jetzt mal einen Blick drauf werfen? Sieht aus wie ein Oberschenkelsakko mit Knochenbeteiligung. Wie haben Sie es denn entdeckt? Mehr oder weniger zufällig. Also muss sofort repariert werden. Sehe ich auch so. Danke. Ich dachte mir schon, dass wir die Sache so einschätzen würden. Bedingt. Wie alt ist denn Ihre Patientin? Gerade mal 18. Gibt's ein Problem?
Nein. Aber Sie trauen sich der Operation zu. Ja, sicher. Manchmal übernachte ich auch im besetzten Haus. Die Leute da sind total nett. Neulich gab es sogar Nachwuchs. 14 Hundebabys. Magst du Hunde? Hm. Ich hätte auch gern einen. Wieso wohnst du nicht bei deinen Eltern? Jetzt nur noch Stress gehabt. Mein Vater ständig ausgerastet und als ich dann mein Abi geschmissen habe, dann... Naja. Wenn du willst, kannst du eine Weile bei mir wohnen. Ich habe zwar keine große Wohnung, aber immerhin einen Balkon. Willst du mich anmachen, oder was? Ach, was? Das ist rein freundschaftlich. Meine Handynummer. Warum machst du das alles? Weil ich das Gefühl habe, dass du ein bisschen Hilfe ganz gut gebrauchen kannst. Und weil ich weiß, wie es in dir aussieht. Ich habe auch mal das Gymnasium geschmissen. Wegen meiner ersten großen Liebe. Die ist längst mit einem anderen verheiratet und ich mache mein Abi auf der Abendschule nach. Warum wisst ihr eigentlich immer alle, wie es in mir aussieht, hm? Rufst du mich an? Frau Treves. Wir haben das Ergebnis der CT. Und? Alles okay mit meinem Bein? Ich fürchte, dass nicht alles in Ordnung ist. Wir müssen leider davon ausgehen, dass Sie einen Oberschenkelsarkom haben. Klingt doch irgendwie ganz gut. Was ist denn ein Sarkom? Offen gesagt, es ist Krebs. Aber ich bin doch erst 18. Ein Sarkom in diesem Bereich ist gerade bei jungen Leuten eine häufig auftretende Krebsform, die meist nur durch Zufall entdeckt wird, wenn die Krankheit schon sehr weit fortgeschritten ist. Bitte machen Sie Ihr Bein frei, ich werde es Ihnen erklären. Von hier bis etwa hier sind die Muskeln und der Knochen befallen. Die befallenen Bereiche müssen entfernt werden. Das Bein wird zunächst mit einem Fixateur stabilisiert. Wenn alles gut geht und der Krebs besiegt ist, wird in einem zweiten Eingriff der entstandene Knochendefekt wieder geschlossen. Ja, und wenn nicht alles gut geht? Es ist nicht hundertprozentig sicher, dass wir Ihr Bein erhalten können. Sie wollen es mir abnehmen? Es geht um Ihr Überleben. Wir haben für Sie einen OP-Termin freigemacht. Ich komme nachher nochmal vorbei. Sie müssen uns Ihre schriftliche Zustimmung für die OP geben. Dann können wir in Ruhe nochmal über alles reden. Professor Simoni. Ja, Silbersteinstraße. In meiner Abwesenheit muss jemand in meinem Haus gewesen sein. Ich fürchte, ich bin auch noch bestohlen worden. Wozu bezahle ich Sie denn eigentlich? Glaub mir, Hanna, je schneller du den Kampf gegen diese Krankheit aufnimmst, umso größer sind deine Heilungschancen. Sag mal, wen sollen wir denn benachrichtigen, falls... Naja, deine Eltern willst du nicht benachrichtigen, so wie habe ich schon mitgekriegt. Aber wenn dir wirklich was passieren sollte. Nennen Sie die. Gibst du dieser Nummer auch einen Namen? Felix. Den Nachnamen kenne ich nicht. Na dann, frag ihn doch mal, wenn er dich das nächste Mal besuchen kommt. Hm? Warum grinsen Sie eigentlich immer so? Du kannst offensichtlich gar nicht anders. Hm? Du musst immer alle Welt vor den Kopf stoßen. Aber bei mir bist du an der falschen Adresse. Herr Professor, schon zurück aus London? Ja, ich muss nicht geflogen. Während meiner Abwesenheit ist bei mir eingebrochen worden, trotz der Alarmanlage. Das ist ja wirklich ärgerlich. Wurde was gestohlen? Ja, meine wertvolle Armbanduhr. Der Einbrecher hat sich so richtig wohl gefühlt bei mir. Kühlschrank ist fast leer, hat mein Champagner getrunken. Unangenehm ist die Vorstellung, dass er vielleicht sogar in meinen Schränken gewühlt hat. Das ist wirklich mehr als unangenehm. Wissen Sie, es gibt zwei Dinge, die mich wirklich aus der Fassung bringen. Das eine ist der Weltuntergang
Und das andere ist ein Einbruch in meine Wohnung. Was wäre, wenn man ihren Wagen stehlen würde? Bitte. Ich wusste doch, dass ich was vergessen habe. Herr Professor, ich würde Sie gerne um Unterstützung bitten. Na, worum geht es denn? Um eine junge Frau mit Oberschenkelsack rum. Sie müsste operiert werden. Ah, soll ich die OP übernehmen? Nun, also... In Ordnung, Brentan. Hanna, irgendwas ist schiefgelaufen. Der Professor hat gemerkt, dass jemand in seinem Haus war. Sie hat mich ab sofort vom Wachdienst beurlaubt. Hanna, bitte sei ehrlich, hast du was gestohlen? Traust mich zu? Der Professor behauptet, dass deine Armbanduhr gestohlen wurde. Das Dumme ist, dass ich jetzt wohl meinen Job verliere. Und ich verliere vielleicht mein Bein. Was? Mensch, ich weiß nicht, wie lange ich noch laufen kann. Du kommst mit deinem Scheißjob. Entschuldige, kannst du mal so mit mir reden, dass ich dich verstehe? Ich hab Krebs. Die werden mich morgen operieren. Was ist denn, wenn ich als Krüppel aufwache? Was soll ich denn dann machen? Das kommt in Ordnung. Wir dürfen uns in der nächsten Zeit nicht sehen. Halt überhaupt zu. Tut mir leid, Sie müssen das Zimmer jetzt verlassen. Gleich ist Visite. Ich freue mich ja drauf, meinen Vater wieder um mich zu haben. Aber ich fürchte, dass ich eigentlich zu Charlotte ziehe. Ich habe Angst, dass wir nicht so besonders doll miteinander klarkommen. Ja, für Charlotte sicherlich auch keine leichte Situation. Ja, sicher. Nur, wenn wir uns die ganze Zeit streiten, ist es das Ganze doch nicht wert. Was hältst du davon, wenn wir heute Abend zusammen ein Glas Wein trinken gehen? Und wer packt weiter ein? Die Möbelpacker stehen auch morgen früh auf der Matte. Ach komm, ein bisschen Abstand wird dir guttun. Und wenn du gar nicht klarkommst, dann helfe ich dir. Okay? Okay. Danke. Schön. Guten Tag. Frau Dreves, das ist Professor Simoni, er wird Sie operieren. Bei ihm sind Sie in den besten Händen. Einen besseren Tausch konnten Sie gar nicht machen. Entschuldigung. Haben Sie die Patientin über das Risiko informiert? Das habe ich. Vielleicht sollten wir die ganze Sache besser ablassen. Manchmal wacht man auf und das falsche Bein ist ab. Sie haben ja eine ganz besondere Art von Humor. Ich würde Ihnen dennoch raten, die Chance einer baldigen Operation zu nutzen. Hanna, was soll das? Du bist schwer krank. Warum willst du dir nicht helfen lassen? Danke. Ich denke, es ist einfach Angst, Leute. Bisher war sie ziemlich gefasst. Sie hat der OP jetzt zugestimmt. Na, fein. Gut. Gerne, kann ich dich mal kurz sprechen? Ja, sicher. Dann darf ich mich verabschieden? Du, ich kenne die Patientin schon länger. Eine dieser Problemfälle. Immer wieder von zu Hause weggelaufen, keinen Schulabschluss. Und jetzt lebt das arme Mädel auf der Straße. Ja, aber wir können sie nach einem derartigen Eingriff nicht einfach auf die Straße zurückschicken. Okay. Ihr Vater hat sie geschlagen. Und jetzt lehnt sie jeden Kontakt mit den Eltern ab. Nein, ich verstehe. Ich habe so versucht, ihr zu helfen, aber sie blockt bei mir total. Du meinst, ich soll nochmal mit ihr sprechen? Mhm. Gut. Du hast ja wirklich alles schon fertig gepackt. Unser letzter Abend. Zur alten Wohnung. Wie lieb von dir. Zum Wohl. Ich habe mir eben schon mit Katrin Mut angetroffen. Komm. Auf das, was wir hier alles erlebt haben. Wir haben uns geliebt. Und gestritten. Und versöhnt. Und getröstet. Und wieder geliebt. Nee, Roland, ich meine, das wird ja morgen wirklich ein anstrengender Tag für mich. Das wird ja auch eine anstrengende Nacht. Ich bin bei dir. Ich habe morgen frei genommen. Was willst du? Ich will mich bei dir entschuldigen. Wir sollten besser keinen Kontakt haben. Ich weiß, ich habe mich bescheuert benommen. Es tut mir leid, ich wollte dir nicht wehtun. Das kannst du sowieso nicht. Hey, mir ist inzwischen klar geworden, dass für dich viel mehr auf dem Spiel steht. Also wenn du noch jemanden brauchst, der sich um dich kümmert, das Angebot mit der Wohnung steht noch. Ich habe dir was mitgebracht. Was soll der Quatsch?
Quatsch. Den echten konnte ich dir ja nicht mitbringen. Ich werde gleich morgen früh operiert, ich muss jetzt schlafen. Und den nimmst du besser wieder mit. Bringt dir bestimmt Glück. Wie lange dauert denn das noch? Guten Morgen, Herr Professor. Die Patientin wird gerade vorbereitet. Entschuldigung, ich habe wohl heute Nacht etwas schlecht geschlafen. Ich habe schon von Ihren Sorgen gehört. Sie nie geglaubt, dass man sich durch einen Einbruch einer Privatsphäre so verletzt fühlen kann. Aber am meisten ärgert mich, dass meine wertvolle Armbanduhr unwiederbringlich verloren ist. Okay, bitte zählen Sie jetzt bis 20. Das war ein Geschenk meiner verstorbenen Frau. Ich habe schlecht geschlafen. Ich habe jetzt schon Heimweh nach meinem Zimmer. Jakob, du wirst dich bestimmt bald auch in unserem neuen Haus wohlfühlen. Ach komm, Opa freut sich schon so sehr auf dich. Ich hoffe bloß, er hat kapiert, dass ich aus dem Alter zum Eisenbahnspielen raus bin. So, jetzt kann es losgehen. Hereinspaziert. Tag. Tag. So, was erst? Der Umzug vorher hat länger gedauert. Jetzt geht's hoffentlich schneller. Vorsicht! Der Türrahmen. Passen Sie doch auf! Du hast hier eine tolle Umzugsfirma angeheuert. Jakob! Schöne Lampe. Ihr hättet sie besser verpacken müssen. Sehr gut. Ich konnte die Lampe sowieso noch nie leiden. Der Tumor liegt jetzt frei. Saugen. Wir werden proximal und distal wohl doch 6 cm resezieren müssen. Ist das Bein überhaupt noch zu retten? Ich werde es versuchen. Das Problem sind die Gefäße und die Nerven. Schweiß. Ich habe einen Druckabfall. 80-60. Clement. Blutdruck fällt weiter. Ist es zu einer größeren Blutung gekommen? Ich fürchte ja. Ich brauche mindestens noch eine Stunde. Hees, und lassen Sie noch 3 Konserven nachkreuzen. Können Sie die Patientin so lange stabil halten? Ich tue mein Möglichstes, Herr Professor. Siehst du, und schon bist du wieder in deinem Zimmer. Mein Bein ist noch dran. Und bleibt auch so. Das verdankst du dem Professor. Hab ich während der Narkose gesprochen? Ich glaube, bevor du wieder so ganz zu dir gekommen bist, hast du den Namen Felix gemurmelt. Das kann nicht sein. Nein? Ach du, hier übrigens, diese Blumen sind für dich abgegeben worden von einem gewissen Felix. Hm? Ich verstehe allerdings nicht, warum er sie dir nicht selber gegeben hat. Na, wie geht es Ihnen? Ich habe Schmerzen. Vielleicht können wir die Schmerzmitteldosierung erhöhen. Hm. Nehmen Sie Drogen? Wie kommen Sie denn darauf? Es geht nur um die richtige Dosierung. Oberschwester Ingrid wird sich sofort um Sie kümmern. Ja, die OP ist gut verlaufen. Wir müssen jetzt nur noch auf die Ergebnisse der Pathologie warten. Werde ich überhaupt wieder laufen können? Ja, aber Sie müssen mit einer langen Nachbehandlungszeit rechnen. Von der Straße aus wird es schlecht gehen. Überhaupt sollten Sie daran denken, was in Zukunft aus Ihnen wird. Was wollen Sie eigentlich mal beruflich machen? Interessiert Sie das wirklich? Ja. Ich wollte mal Lehrerin werden. Mhm. Sport, Englisch und Geschichte. Naja, Sport ist sicher schwierig. Und Sonderpädagogik wird es möglich? Mhm. Warum lächeln Sie denn? Ich kenne die Straße, ich könnte so manchem helfen. Ich mache mich nicht lustig. Ganz im Gegenteil. Aber auch für diesen Beruf muss man Abitur machen und es ist schwer, allein zu schaffen. Das würde ich doch ein Krüppel sein. Das wollte ich damit nicht sagen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man einen Partner hat, der einem hilft. Vielleicht gibt es jemanden, bei dem Sie in der ersten Zeit wohnen können? Na, wird schon werden.
bleiben die denn? Ach, Roland hat gerade angerufen. Es verzögert sich noch um 2 Stunden. Oh, das hat mir gerade noch gefehlt. Wir können doch schon mal essen. Mhm. Ich hab nichts dagegen. Das riecht ja wirklich lecker. Finger weg, du wartest, bis alle da sind. Vorm Essen solltest du das lieber lassen, sonst klappst du nachher noch weg. Ja, ich hol dir noch ein paar Kisten runter, dann ist oben mehr Platz zum Einräumen. Hallo. Gut, dass du da bist. Und, hat er dir Glück gebracht? Ich glaube schon. Sag mal, kannst du mir nochmal helfen? Ja klar, hatte ich dir doch angeboten. Dass ich dich da in die ganze Sache mit reingezogen habe, das... Mach dir um mich keine Sorgen. Da ist halt noch was. Es geht um die Uhr. Sag bloß, du hast sie doch. Nein. Nur der Professor, der wird sie nicht so leicht wiederfinden. Wieso, wo ist sie denn? Als du mich überrascht hast, da... Ich wollte nicht, dass es aussieht, als wenn ich klaue. Und die muss irgendwo bei der Obstschale liegen. Sag mal, willst du mich auf den Arm nehmen? Bitte, irgendwer muss es ihm sagen. Langsam verstehe ich deinen Vater. Spinnst du? Du hast doch keine Ahnung. Mein Vater ist ein mickriger Abteilungsleiter, der seine Probleme zu Hause ablässt. Ach ja? Weißt du was? Ich glaub dir nicht. Felix, bitte lass mich nicht hängen. Ich lass mich da nicht weiter reinziehen. Ich glaub dir nicht, dass du die Uhr nicht geklaut hast und ich glaub dir auch nicht, dass dein Vater an allem schuld ist. Was denkst du, warum ich von zu Hause weg bin, hä? Der hat mich grün und blau geschlagen. Ich hab mich immer so geschämt in der Schule. Mit den ganzen blauen Flecken. Okay, ich hab genug von deinem Märchen. Schade. Ich hab dir echt vertraut. Felix! Herr Dreves, mein Name ist Ingrid Rischke. Ich würde gerne bei Ihnen vorbeikommen und mit Ihnen und Ihrer Frau über Hanna zu reden. Ja, Herr Dreves, es geht Hanna nicht gut. Wie? Also entschuldige mal, wie können Sie sowas sagen? Herr Dreves! Aufgehängt. Und es war wirklich der Vater von Frau Dreves. Ja. Es ist mir völlig egal, was mit meiner Tochter geschieht. Manche Eltern verdienen es einfach nicht, Kinder zu haben. Hallo. Wir sind da! Herzlich willkommen! Opa, lass mal lieber. Die zwei sind ein Herz und eine Seele. So, das Sofa bitte hierhin ins Wohnzimmer. Langsam, langsam. Jetzt wird erst mal was gegessen. Ja, Möbelpacker haben doch sicher Hunger. Na, ich dachte, wir räumen erst mal den Wagen aus. Ich habe auch immer zu Hunger. Du hast doch gehört, alle haben Hunger. Da entlang. Bitte, Friedrich, zeig doch mal den Herrn, wo es was Kräftiges zu Futter gibt. Hier, rein. Ich denke, Vladi bekommt das Sofa. Er will es nicht. Er möchte etwas Eigenes. Das hättet ihr mir auch früher sagen können. Tut mir leid, das habe ich völlig vergessen in der Hektik. Warum hast du denn nicht früher gesagt, dass du so starke Schmerzen hast? Ich wollte mich gleich rumjammern. Und der Verband ist auch völlig durchgeblutet. Dr. Brentano, ich glaube, der Verband muss dringend gewechselt werden. Sie muss sofort in den OP. Informieren Sie den Professor. Ja. Wahrscheinlich ist eine Gefäßnaht aufgegangen. Sie hat viel Blut verloren. Ich werde die Wunde wieder aufmachen. Haben wir gelegentlich Reserven? Auf der Sicherheit 6 angefordert. Das Kartell. Ich glaube, Sie sind im richtigen Moment gekommen, Herr Professor. Ihr Kreislauf bricht zusammen. Blutdruck? 60-40. Kleiner Knall. Wo bleiben die Konserven? Ich kann sie nicht mehr lange halten. Sie müssen. Noch eine Hieß. Noch eins, Beeilung. Die Naht ist ausgerissen. Adrenalin, schnell. So, meine Herren, das Sofa bringen Sie bitte ins Wohnzimmer. Nein, das Sofa kommt in den Keller. Charlotte, wir können es doch erstmal ins Wohnzimmer stellen und dann probieren wir in Ruhe aus, wie wir es am besten unterbringen. Da gibt es nichts auszuprobieren. Jetzt reicht's aber. Wenn du nicht ein Minimum an Toleranz zeigen kannst, dann sehe ich wirklich schwarz für unsere gemeinsame Zukunft hier. Moment mal. So geht das nicht. Ihr könnt euch doch nicht einfach so anschreien. Kinder, das können wir doch später klären. Ja, um des lieben Friedens willen. Ihr müsst euch nicht mehr streiten, okay? Ihr habt mir doch das Angebot mit den Möbeln gemacht. Ich würde es gerne annehmen. Na, Gott sei Dank. Dann wäre wenigstens das Problem geklärt. Das blaue Sofa in die Einliegerwohnung. Danke, Vladi. Die Bücher und Pias Schreibsekretär. Ja, die kommen ins Wohnzimmer. Charlotte, darauf bestehen wir. Ja, ist ja gut. So, die Bücher. Hier. Und die Kisten kommen in die neue Wohnung von Dr. Kreuzer. Heilmann? Ja, ich komme sofort. Friedrich, kannst du hier die Organisation übernehmen? Kein Problem. Du weißt ja, welche Farbe für welches Zimmer steht. Kein Problem.
Nee. Das kommt runter zu Vladi in die Einliegerwohnung. Na, Luschef, ist mir irgendwas entgangen? Sie haben einen Termin außer Haus? Die Objektschutzfirma hat soeben angerufen. Ich habe einen dringenden Ortstermin in meinem Haus. Sie haben neue Spuren von einem Einbrecher gefunden. Ach. Ja, er soll durch die Garage in das Haus gelangt sein. Na, dann kriegen Sie den ja vielleicht bald. Nee, ich muss auf jeden Fall Anzeige erstatten. Ja. Anschließend werde ich zu Hause weiterarbeiten. Bitte nicht gestürzt werden. Ja, geht in Ordnung. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin ein Wachmann Ihrer Objektschutzfirma. Was gibt's denn schon wieder? Ich bin der Wachmann. Ich denke, Sie sind suspendiert. Kann ich trotzdem mal kurz mit Ihnen reden? Bitte. Und? Was wollen Sie? Es dauert nicht lange. Ihre Armbanduhr. Sie war nicht gestohlen. Wie kommt meine Uhr dahin? Sie wussten also, wo sie sich befindet. Was haben Sie damit zu tun? Sagen wir mal so, ich trage die Verantwortung. Sie wollen jemanden decken? Über die Konsequenzen. Sind Sie sich ja wohl im Klaren? Mann, bin ich kaputt. Ja, weißt du, in welcher Kiste mein Schlafanzug ist? Nee, guck bitte selber nach. So, jetzt gibt's noch ein Gläschen Sekt. Ich komm gleich nach. Ja, auf die erste gemeinsame Nacht im Hause Heilmann. Friedrich! Naja, unsere Männer. So wie es ein bisschen schwierig wird. Der Roland schläft bestimmt auch gleich ein. Komm, lass wenigstens uns miteinander anstoßen. Auf das wir uns gut vertragen. Diana, Conny, Maria, Silke kann nur Freitag. Ulrike kann immer. Ich habe ja geahnt, dass der ein Schlimmer ist, aber dass er so ein Wüstling ist. Der ist ein Wüstling. Ich habe meinen Schlafanzug nicht gefunden, dafür Achims Adressbuch. Friedrich, bist du dir sicher, dass du bei den Kisten nichts durcheinander gebracht hast? Natürlich nicht, alles korrekt. Und die Kisten mit den schwarzen Etiketten sind in euer Schlafzimmer gebracht worden. Entschuldigung, dass ich euch störe. Ich wollte nur meinen Schlafanzug holen. Damit kannst du das sowieso nichts anfangen. Ach, mach dich schon mal warm, Roland. Bei mir zu Hause warten 8 Kisten auf dich. Schätze, die gehören in euer Schlafzimmer. Guten Morgen. Sie können einen aber einen Schrecken einjagen. Die Nacht verlief besser, als wir befürchteten. Und wie fühlen Sie sich jetzt? Ein bisschen schlapp, aber es geht schon. Ich habe eine sehr gute Nachricht für Sie. Der Tumor ist vollständig entfernt. Alfredo, informieren Sie mich doch bitte so gegen 11 noch mal über den Zustand der Patienten. Ist das das gute Stück? Haben Sie ihn gestohlen? Ja, es wurde angeblich verlegt, aber der Wachmann spielt eine sehr undurchsichtige Rolle. Was wollen Sie denn hier? Es tut mir leid, dass ich Sie nicht geglaubt habe. Was denn, Sie kennen sich? Er hat Frau Griffs in die Klinik gebracht. Herr Professor Simoni? Es ist in Ordnung so. Nein. Felix ist unschuldig. Hanna, denk an dich, du musst erst gesund werden. Ich denke ja an mich. Sie waren also der Eindringling. Ja, es tut mir leid. Ich wollte wirklich nichts stehlen. Sie haben meine Privatsphäre schamlos verletzt. Und Sie haben das alles vertuschen wollen. Ich werde das so nicht hinnehmen. Aber geben Sie ihm doch bitte die Chance, seinen Job zu behalten. Sie werden beide die Konsequenzen tragen müssen. Es tut mir leid. Schade um die zwei. Auf ihre Eltern kann Hanna auch nicht bauen. Jeder baut mal Mist. Herr Professor. Ich weiß, Brentano. Ich weiß, jeder hat eine zweite Chance verdient. Heißt das, dass du keine Anzeige erstattest? Ich
denke, wir sollten die beiden ruhig noch ein Weilchen zappeln lassen. Aus erzieherischen Gründen. Steht dein Angebot mit der Wohnung noch? Ich könnte ja dann auf dem Balkon für mein Abi lernen, wenn ich das alles durchgestanden habe. Das stehen wir gemeinsam durch. Okay? Langsam Zeit, sonst verpassen Sie Ihren Flug. Ach, du liebe Schreck, jetzt habe ich doch zu Hause in der Hektik meine Armbanduhr vergessen. Wie viel Zeit ist denn noch? Nur so 40 Minuten. Oh, ich fliege. Chef? Ja? Ihr Vortrag. Oh. Rufen Sie doch bitte meine Objektschutzfirma an. Ich glaube, ich habe auch noch vergessen, die Alarmanlage einzuschalten. Seit wann lassen Sie Ihr Haus bewachen? Seit bei uns in der Gegend immer öfter eingebrochen wird. Oh. Wiedersehen, Barbara. Guten Flug. Danke. Hallo, Pia. Achim ist schon fertig mit Hacken. Wer seid ihr? Oh, Charlotte, frag nicht. Hier, die war noch übrig. Die kannst du sicher gut gebrauchen. Wie wenn wir diesen Umzug bloß schon hinter uns hätten. Hallo, ach, ihr beiden. Das ist ja gut, dass du kommst. Guck mal, Charlotte hat uns netterweise noch ein paar Kartons vorbeigebracht. Das muss warten. Ich habe noch in der Klinik zu tun. Ich vertrete heute Simoni. Was soll das denn heißen? Bleibt jetzt etwa alles an mir hängen? Beruhige dich. Ich habe alles im Griff. Also ich weiß ja nicht. Das ist nur eine Frage der Organisation, der reibungslosen Organisation. Hier, grün bedeutet euer Schlafzimmer, gelb ist das Zimmer von Jakob, das Neue, rot ist die Einliegerwohnung von Vladi und so weiter und so fort. Ihr versteht? Naja, wir bekleben alle Möbel und Kartons mit bunten Etiketten. Dann wissen auch gleich die Möbelträger, wohin damit. Achims Sachen sind schon beklebt. Vermutlich mit Schwarz. Hör auf, mich zu verspotten. Ein bisschen Trauer darf ja wohl sein, oder? Ich spotte nie. Ich komme heute Abend so schnell, wie es geht, nach Hause. Versprochen. Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Du bleibst, bis Dr. Brentano kommt. Sagen Sie, wo es lang geht, Frau Oberaufseher. Ja. Frau Drews, ich möchte Sie gerne eine Nacht zur Beobachtung hier behalten. Warum denn? Da sind ein paar Stellen, die sich mir nicht so ohne weiteres erklären. Ja, was denn für Stellen? Morgen früh machen wir eine Computertomographie, dann kann ich Ihnen mehr sagen. Sie kümmern sich um Frau Drews? Selbstverständlich. Du komm, sitze hier ein bisschen zu mir. Komm. Das ist mir eingefallen. Lassen Sie mich mit Ihrem bescheuerten Tee in Ruhe, ja? Hallo, da Hallo. Sind wir. Hallo. Wir haben schon mal ein bisschen Porzellan mitgebracht, das ist ja so empfindlich. Ja, stellt es gleich hier erstmal ab. Und dann trinken wir erstmal einen Schluck Wein. Lieber Bier. Oh, gern. Also, auf euer neues Zuhause. Schwiegervater, auf dein Wohl. Auf dein Wohl, Schwiegersohn. Auf dein Wohl. Auf dein Wohl. Auf dein Wohl. Pia, setz dich doch. Ich frag mich gerade,
wie wir hier am besten unser Wohnzimmer integrieren. Ach, das kann ruhig alles so bleiben, wie es ist. Wir haben überhaupt nichts dagegen, wenn ihr unsere Möbel auch mitbenutzt. Nicht wahr, Friedrich? Überhaupt nicht. Also Moment mal. Vielleicht habt ihr da was missverstanden, aber natürlich wollen wir weiter unsere Möbel um uns haben. Die haben einen Haufen Geld gekostet. Ja, aber wir hängen auch an unseren Möbeln. Die hat Achim uns geschenkt. Und außerdem, eure Sitzgrube passt ja nur gar nicht hier rein. Dieses scheußliche Blau. Oh, also bitte, Blau ist wieder schwer im Kommen. Nein, Weiß. Weiß ist eine elegante, zeitlose Farbe. Ich wollte aber nicht zeitlos, elegant, sondern modern wohnen. Oh, Roland, jetzt sag doch auch mal was. Hallo. Herzlich willkommen in eurem neuen Zuhause. Mit Charlotte kommt man immer irgendwie klar. Hauptsache, man lässt ihr ihren Willen. Ich brauche ein frisches Hemd. Ist alles schon verpackt. Musst in den Kartons nachgucken. Ja, dann schönen Abend noch. Ja, was ist jetzt mit den Möbeln? Friedrich, sag du doch auch mal was. Wir finden schon eine Lösung. Ich glaube, ich habe sie. Und bei dieser Lösung wird sich ein Dritter ein Loch in den Bauch freuen. Schaffst du das denn heute mit den Kartons? Natürlich. Also so natürlich scheint es ja nicht zu sein. Morgen. Morgen. Morgen, Vladi. Willst du nicht noch schnell was frühstücken? Nee, meine Vorlesung beginnt gleich. Jonas, ja. Den Jonas, den fahr ich am Kindergarten vorbei. Danke. Junge, setz dich doch mal hin. Meine Sachen sind gepackt. Oh, hast du's gut. Jonas, viel Sachen und dann bete ich morgen früh zusammen. Wir beide, Pia und ich, wir haben beschlossen, dir unsere Sitzgruppe und die Schrankwand zu schenken. Nee, lass mal. Ich besorge mir lieber eigene Möbel. Schönen Tag noch. Aber du hast doch jetzt viel mehr Platz in der neuen Wohnung. Wo will der Möbel herkriegen? Vom Sperrmüll? Also irgendwie verstehe ich ihn schon. Er will eben was Eigenes haben. Das ist falscher Stolz. Was wird jetzt aus unseren Sachen? Wir dürfen uns das nicht gefallen lassen, Roland. Sonst buttert uns Charlotte in Zukunft immer unter. Zimmerfrüh ist mir wieder ein. Frau Dresler schon mal bei uns in der Notaufnahme. Sie war damals auch gestolpert und hatte den ganzen Körper voller Hämatome. Jakob, komm doch mal. Ja. So, alles, was hier steht, kommt in unser neues Wohnzimmer. Könntest du bitte die entsprechenden Farbetiketten draufkleben? Welche Farbe? Oh, nun guck doch mal selber. Hier ist keine fürs Wohnzimmer. Das kann gar nicht sein. Charlotte hat mir für alle Zimmer Farben gegeben. Guck selbst. Tatsächlich. Heimann? Ja, hallo, Charlotte. Ja, sag ich ihr. Sag mal, du hast uns gar keine Etiketten fürs Wohnzimmer gegeben. Hm. Okay, tschüss. Charlotte hat noch ein paar Kartons übrig. Oh, die Gute. Was wären wir ohne sie? Und unser Wohnzimmer kommt erstmal in den Keller. Wie bitte? Das hat sie gesagt. So, ich gebe ihr noch ein Schmerzmittel mit, damit sie nachts schlafen können. Den Arm sollten sie aber noch schonen. Wir sehen uns dann in 2 Tagen zum Verbandwechsel. Hat ihr Bein auch was abgekriegt? Ich würde mir das gerne mal ansehen. Das geht schon. Legen Sie sich bitte hin und machen Ihr Bein frei. Kommen Sie gleich hin. Ein Hämatom. Au. Haben Sie wieder Probleme zu Hause? Kommen Sie denn darauf? Ich wohne nicht mehr zu Hause. Also hat das geklappt mit dem betreuten Wohnen? Ich wohne jetzt auf der Straße, unbetreut. Ich weiß, was Sie beide denken. Ich stinke, bin zu faul zum Arbeiten in Drogen. Niemand denkt sowas. Frau Drews, wir sollten zur Sicherheit noch eine Röntgenaufnahme machen. Das Hämatom ist nicht sehr groß. Es dürfte eigentlich nicht so schmerzhaft sein. Oh, hallo? Hallo. Das ist ja schön. Hast ja fast alles geschafft. Pass bloß auf mit der Lampe! Das war ein Scherz. Kann ich dir was helfen? Halt hier fest. Vorsichtig, vorsichtig. Ja, schade drum. Hast du mit Charlotte eigentlich nicht drüber gesprochen, wie wir das Wohnzimmer einrichten? Nee, ich dachte, das können wir später machen. Mhm, später. Unser Wohnzimmer soll erstmal in den Keller. Mhm. Ja. Weißt du, was ich befürchte? Charlotte will die bisherige Einrichtung so behalten, wie sie ist. Das können wir doch nicht einfach zulassen. Nee. Nee. Wo hast du denn die Umzugskartons? Habe ich vergessen. Warum hat das mit dem betreuten Wohnen eigentlich nicht geklappt? Hat's ja. Aber mit 18 ist der Schluss.
Danke nochmal für Ihre Hilfe. Ich habe Sie übrigens gleich erkannt. Ja? Ich dich nicht. Du hast dich sehr verändert. Tja. Wir werden halt alle nicht jünger. Ach, wirklich? Darf ich trotzdem noch du sagen? Na komm, setz dich. Sag mal, deine Schule, die hast du immer noch zu Ende gemacht. Ist ja wohl nicht ihr Bier, oder? Was machen Sie hier? Und Sie? Kommen Sie denn hier rein? Ich bin vom Objektschutz. Ein Wachmann. Ich dachte schon, Sie wären Einbrecher. Also? Ich bin die Nichte vom Hausherrn. Der Hausherr ist verreist und hat uns nichts von Ihnen gesagt. Kannst ruhig du sagen. Du oder Sie, das ist mir völlig egal. Ein Anruf und die Sache ist geklärt. Hey, komm, ich habe nur was zum Schlafen gesucht. Nur für eine Nacht. Du trinkst deinen Champagner und räumst deinen Kühlschrank leer? Willst du auch was? Ich glaube, es reicht echt. Hey! Du musst zum Arzt. Ja, aber gerade wo der hier arbeitet. Ist echt toll hingekriegt, ausgerechnet hierhin. Sag mal, läufst du noch ganz rund? Du hast doch hier die Scheiße gebaut. Mann, lass mich los, ja? Sie suchen die Notaufnahme? Nein. Ja. Das scheint aber ziemlich ernst zu sein, so wie das durchblutet. Boris? Ja? Hol mal einen Rollstuhl. Ja? Ist nicht nötig. Ich denke doch. Ich bin Dr. Brentano, ich kümmere mich um Sie. Warten Sie einen Moment. Ich will hier nicht gleich mich hauen. Ey, pass mal auf, wir können das auch anders regeln, ja? Ich rufe die Bullen und du erzählst ihnen, was alles los gewesen ist. Wenn du vorher nicht verblutet bist. Was mit meinem Rucksack? Was? Ja, der liegt noch in der Küche. Kannst du das nicht bitte für mich in Ordnung bringen? Ich krieg sonst echte Probleme. Ich auch. Ich riskiere meinen Job. Bitte bring ihn mir. Ich warte. Wir sollten Ihre Freundin jetzt schnellstens versorgen. Wir gehören nicht zusammen. Wie dem auch sei. Bitte nehmen Sie Platz. Im Behandlungsraum. Ja. Sie haben mich rufen lassen? Ja, wir werden die Wunde gleich hier nehmen. Ja. Guten Tag, ich bin Oberschwester Ingrid. Ich brauche jetzt Ihre Personalien für die Behandlungsunterlagen. Wie ist Ihr Name, bitte? Hanna Dreves. Sind wir uns nicht schon mal begegnet? Nicht, dass ich wüsste. Ihr Geburtsdatum? Ich bin 18. Also ein bisschen genauer müsste ich es dann schon haben. 6.8.85. Danke. Und Ihre Adresse? Ich habe wirklich große Schmerzen. Dafür ist nachher auch noch Zeit, Oberschwester. Natürlich. Wie ist es denn zu dem Unfall gekommen? Ich bin auf der Straße gestolpert und lag ganz zufällig in zerbrochene Flasche rum. Jetzt fällt Stück. Guten Morgen, Hanna. Du hast bestimmt Bärenhunger, was? Ich habe deine Sachen gewaschen. Wann haben Sie denn das gemacht? Naja, vielleicht bin ich ja nicht ganz so streng, wie du glaubst. Ich bin Schlimmeres geworden, von den Bullen, oder? Wissen deine Eltern eigentlich, wo du bist und wie es dir geht? Ich habe über deine Situation nachgedacht. Auf der Straße leben ist keine Perspektive. Vielleicht tut es deinem Vater inzwischen leid? Dem? Wohl kaum. Hanna, ich will dir doch nur helfen. Das ist ja alles nur Show, mich weich zu klopfen, oder was? Du machst es einem wirklich nicht leicht. Morgen. Ich wollte zu Frau Dreves. Ja, aber bitte. Ich dachte schon, es sei die Polizei. Dein Rucksack. Ich habe alles für dich in Ordnung gebracht, Hanna. Wer weißt du meinen Vornamen? Ach, das war nicht schwierig. Ich heiße übrigens Felix. Das klingt ja wie... Das klingt gut. Tja, dann hoffen wir mal, dass die ganze Sache nicht rauskommt. Übrigens, ich habe mich noch gar nicht bei dir bedankt. Danke. Ich hab's ja auch für mich gemacht. Hast du eine Zigarette für mich? Du, ich glaube, hier ist Rauchen verboten.
Sagt man so schön, dreimal umziehen ist wie einmal abgebrannt? Das kannst du laut sagen. Bei mir geht's ja noch. Bei Roland und Pia sieht die Sache schon ganz anders aus. Dr. Kreuzer, ich habe gestern eine junge Patientin mit schweren Schnittverletzungen am Arm aufgenommen. Mit Schnittverletzungen? Ja, sie sagte, sie wäre auf der Straße in eine kaputte Flasche gefallen. Und Sie meinen, da steckt was anderes dahinter? Ist schon möglich. Sie lebt auf der Straße. In so einem Fall müssen Sie vor einer Computertomographie wenigstens mit mir sprechen. Sie wissen doch ganz genau, wie Frau Marquardt reagiert. Keine Sorge, sie ist versichert. Außerdem war das CT mehr als notwendig. Würden Sie jetzt mal einen Blick drauf werfen? Sieht aus wie ein Oberschenkelsakko mit Knochenbeteiligung. Wie haben Sie es denn entdeckt? Mehr oder weniger zufällig. Also muss sofort operiert werden. Sehe ich auch so. Danke. Ich dachte mir schon, dass Sie die Sache so einschätzen würden. Bedingt. Wie alt ist denn Ihre Patientin? Gerade mal 18. Gibt es ein Problem? Nein. Aber Sie trauen sich der Operation zu? Ja, sicher. Manchmal übernachte ich auch im besetzten Haus. Die Leute da sind total nett. Neulich gab es sogar Nachwuchs. 14 Hundebabys. Magst du Hunde? Ich hätte auch gerne einen. Wieso wohnst du nicht bei deinen Eltern? Weil es nur noch Stress gab. Mein Vater ständig ausgerastet und als ich dann mein Abi geschmissen habe, dann... Naja. Wenn du willst, kannst du eine Weile bei mir wohnen. Ich habe zwar keine große Wohnung, aber immerhin einen Balkon. Willst du mich anmachen, oder was? Ach, was? Das ist rein freundschaftlich. Meine Handynummer. Es ist Krebs. Ich bin doch erst 18. Ein Sarkom in diesem Bereich ist gerade bei jungen Leuten eine häufig auftretende Krebsform, die meist nur durch Zufall entdeckt wird. Wenn die Krankheit schon sehr weit fortgeschritten ist. Bitte machen Sie Ihr Bein frei, ich werde es Ihnen erklären. Von hier bis etwa hier sind die Muskeln und der Knochen befallen. Die befallenen Bereiche müssen entfernt werden. Das Bein wird zunächst mit einem Fixateur stabilisiert. Wenn alles gut geht und der Krebs besiegt ist, wird in einem zweiten Eingriff der entstandene Knochendefekt wieder geschlossen. Ja, und wenn nicht alles gut geht? Es ist nicht hundertprozentig sicher, dass wir Ihr Bein erhalten können. Sie wollen es mir abnehmen? Es geht um Ihr Überleben. Wir haben für Sie einen OP-Termin freigemacht. Ich komme nachher nochmal vorbei. Sie müssen uns Ihre schriftliche Zustimmung für die OP geben. Dann können wir in Ruhe nochmal über alles reden. Einbrecher. Also? Ich bin die Nichte vom Hausherrn. Der Hausherr ist verreist und hat uns nichts von Ihnen gesagt. Kannst ruhig du sagen. Du oder sie, das ist mir völlig egal. Ein Anruf und die Sache ist geklärt. Hey, komm, ich habe nur was zum Schlafen gesucht. Nur für eine Nacht. Du trinkst deinen Champagner und räumst deinen Kühlschrank leer? Komm, mach dich locker. Willst du auch was? Ich glaube, es reicht echt. Hey! Da lang. Bring mich bitte in eine andere Klinik. Spinnst du? Du musst zum Arzt. Ja, aber gerade wo der hier arbeitet. Ist ja echt toll hingekriegt, ausgerechnet hierhin. Sag mal, läufst du noch ganz rund? Du hast doch hier die Scheiße gebaut. Mann, lass mich los, ja? Sie suchen die Notaufnahme? Nein. Ja. Das scheint aber ziemlich... Warum machst du das alles? Weil ich das Gefühl habe, dass du ein bisschen Hilfe ganz gut gebrauchen kannst. Und weil ich weiß, wie es in dir aussieht. Ich habe auch mal das Gymnasium geschmissen. Wegen meiner ersten großen Liebe. Die ist längst mit einem anderen verheiratet und ich mache mein Abi auf der Abendschule nach. Warum wisst ihr eigentlich immer alle, wie es mir aussieht, hm? Rufst du mich an? Frau Reeves. Wir haben das Ergebnis der CT. Und? Alles okay mit meinem Bein? Ich fürchte, dass nicht alles in Ordnung ist. Wir müssen leider davon ausgehen, dass Sie ein Oberschenkelsarkom haben.
Klingt doch irgendwie ganz gut. Was ist denn ein Sarkom? Auch mir sagt, es ist Krebs. Aber ich bin doch erst 18. Ein Sarkom in diesem Bereich ist gerade bei jungen Leuten eine häufig auftretende Krebsform, die meist nur durch Zufall entdeckt wird. Wenn die Krankheit schon sehr weit fortgeschritten ist. Bitte machen Sie Ihr Bein frei, ich werde es Ihnen erklären. Ihr Geburtsdatum? Ich bin 18. Also ein bisschen genauer müsste ich es dann schon haben. 6.8.85. Danke. Und Ihre Adresse? Ich habe wirklich große Schmerzen. Dafür ist nachher auch noch Zeit, Oberschwester. Natürlich. Wie ist es denn zu dem Unfall gekommen? Ich bin auf der Straße gestolpert und lag ganz zufällig und zerbrach eine Flasche um. Jetzt Frühstück. Morgen, Hanna, du hast bestimmt Bärenhunger, was? Ich hab deine Sachen gewaschen. Wann haben Sie denn das gemacht? Naja, vielleicht bin ich ja nicht ganz so streng, wie du glaubst. Ich bin Schlimmeres geworden, von den Bullen, oder? Wissen deine Eltern eigentlich, wo du bist und wie es dir geht? Ich habe über deine Situation nachgedacht. Auf der Straße leben ist keine Perspektive. Vielleicht tut es deinem Vater inzwischen leid? Dem? Wohl kaum. Hanna, ich will dir doch nur helfen. Es ist ja alles nur Show, mich weich zu klopfen, oder was? Du machst es einem wirklich nicht leicht. Morgen. Ich wollte zu Frau Dreves. Ja, aber bitte. Auf dein Wohl. Auf dein Wohl. Pia, setz dich doch. Ich frag mich gerade, wie wir hier am besten unser Wohnzimmer integrieren. Och, das kann ruhig alles so bleiben, wie es ist. Wir haben überhaupt nichts dagegen, wenn ihr unsere Möbel auch mitbenutzt. Nicht wahr, Friedrich? Überhaupt nicht. Also Moment mal, vielleicht habt ihr da was missverstanden, aber natürlich wollen wir weiter unsere Möbel um uns haben. Die haben einen Haufen Geld gekostet. Ja, aber wir hängen auch an unseren Möbeln. Die hat Achim uns geschenkt. Und außerdem, eure Sitzgrube passt ja nur gar nicht hier rein. Dieses scheußliche Blau. Oh, also bitte, Blau ist wieder schwer im Kommen. Nein, Weiß. Weiß ist eine elegante, zeitlose Farbe. Ich wollte aber nicht zeitlos, elegant, sondern modern wohnen. Oh, Roland, jetzt sag doch auch mal was. Hallo, herzlich willkommen in eurem neuen Zuhause. Mit Charlotte kommt man immer irgendwie klar. Hauptsache, man lässt ihr ihren Willen. Ich brauche ein frisches Hemd. Ist alles schon verpackt. Musst du in den Kartons nachgucken. Ja, dann schönen Abend noch. Ja, was ist jetzt mit den Möbeln? Friedrich, sag du doch auch mal was. Wir finden schon eine Lösung. Ich glaube, ich habe sie. Professor Simoni. Ja, Silbersteinstraße. In meiner Abwesenheit muss jemand in meinem Haus gewesen sein. Ich fürchte, ich bin auch noch bestohlen worden. Wozu bezahle ich Sie denn eigentlich? Glaub mir, Hanna, je schneller du den Kampf gegen diese Krankheit aufnimmst, umso größer sind deine Heilungschancen. Sag mal, wen sollen wir denn benachrichtigen, falls... Naja, deine Eltern willst du nicht benachrichtigen, so viel habe ich schon mitgekriegt. Aber außer Haus? Die Objektschutzfirma hat soeben angerufen. Ich habe einen dringenden Ortstermin in meinem Haus. Sie haben neue Spuren von einem Einbrecher gefunden. Ach. Ja, er soll durch die Garage in das Haus gelangt sein. Na, dann kriegen Sie den ja vielleicht bald. Ich muss auf jeden Fall Anzeige erstatten. Ja. Anschließend werde ich zu Hause weiterarbeiten. Bitte nicht gestört werden. Ja, geht in Ordnung. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin ein Wachmann Ihrer Objektschutzfirma. Was gibt's denn schon wieder? Ich bin der Wachmann. Ich denke, Sie sind suspendiert. Kann ich trotzdem mal kurz mit Ihnen reden? Bitte.
Und? Was wollen Sie? Es dauert nicht lange. Ihre Armbanduhr. Sie war nicht gestohlen. Wie kommt meine Uhr dahin? Also Moment mal. Vielleicht habt ihr da was missverstanden, aber natürlich wollen wir weiter unsere Möbel um uns haben. Die haben einen Haufen Geld gekostet. Ja, aber wir hängen auch an unseren Möbeln. Die hat Achim uns geschenkt. Und außerdem, eure Sitzgrube passt ja nur gar nicht hier rein. Dieses scheußliche Blau. Oh, also bitte, Blau ist wieder schwer im Kommen. Nein, Weiß. Weiß ist eine elegante, zeitlose Farbe. Ich wollte aber nicht zeitlos, elegant, sondern modern wohnen. Roland, jetzt sag doch auch mal was. Hallo. Herzlich willkommen in eurem neuen Zuhause. Mit Charlotte kommt man immer irgendwie klar. Hauptsache, man lässt ihr ihren Willen. Ich brauche ein frisches Hemd. Ist alles schon verpackt. Musst in den Kartons nachgucken. Ja, dann schönen Abend noch. Ja, was ist jetzt mit den Möbeln? Friedrich, sag du doch auch mal was. Ich finde schon eine Lösung. Ich glaube, ich habe sie. Und bei dieser Lösung wird sich ein Dritter ein Loch in den Bauch freuen. Schaffst du das denn heute mit den Kartons? Natürlich. Also so natürlich scheint es ja nicht zu sein. Morgen. Morgen. Morgen, Vladi. Willst nicht noch schnell was frühstücken? Nee, meine Vorlesung beginnt gleich. Jonas, ja. Den Jonas, den fahr ich am Kindergarten. Ach, er ist schon fertig mit Hacken. Wie seid ihr? Oh, Charlotte, frag nicht. Hier, die waren noch übrig. Die kannst du sicher gut gebrauchen. Wie wenn wir diesen Umzug bloß schon hinter uns hätten. Hallo, auch ihr beiden. Es ist sehr gut, dass du kommst. Guck mal, Charlotte hat uns netterweise noch ein paar Kartons vorbeigebracht. Das muss warten. Ich habe noch in der Klinik zu tun. Ich vertrete heute Simone. Was soll das denn heißen? Bleibt jetzt etwa alles an mir hängen? Beruhige dich. Ich habe alles im Griff. Also ich weiß ja nicht. Das ist nur eine Frage der Organisation. Der reibungslosen Organisation. Hier, grün bedeutet euer Schlafzimmer. Gelb ist das Zimmer von Jakob, das neue. Rot ist die Einliegerwohnung von Vladi und so weiter und so fort. Ihr versteht? Naja, wir bekleben alle Möbel und Kartons mit bunten Etiketten. Dann wissen auch gleich die Möbelträger, wohin damit. Ach, die Sachen sind schon beklebt. Vermutlich mit Schwarz. Hör auf, mich zu verspotten. Ein bisschen Trauer darf ja wohl sein, oder? Ich spotte nie. Ich komme heute Abend so schnell, wie es geht, nach Hause. Versprochen. Es ist wichtig, dass man einen Partner hat, der einem hilft. Vielleicht gibt es jemanden, bei dem Sie in der ersten Zeit wohnen können? Na, wird schon werden. Wo bleiben die denn? Ach, Roland hat gerade angerufen. Es verzögert sie noch um 2 Stunden. Oh, das hat mir gerade noch gefehlt. Wir können doch schon mal essen. Mhm. Ich hab nichts dagegen. Das riecht ja wirklich lecker. Finger weg, du wartest, bis alle da sind. Vorm Essen solltest du das lieber lassen, sonst klappst du nachher noch weg. Ja, ich hol dir noch ein paar Kisten runter, dann ist oben der Platz zum Einräumen. Hallo. Gut, dass du da bist. Und? Hat er dir Glück gebracht? Ich glaube schon. Sag mal, kannst du mir nochmal helfen? Ja klar, hatte ich dir doch angeboten. Dass ich dich da in die ganze Sache mit reingezogen habe, das... Mach dir um mich keine Sorgen. Da ist halt noch was. Es geht um die Uhr. Sag bloß, du hast sie doch. Ach, Betrano, informieren Sie mich doch bitte so gegen 11 nochmal über den Zustand der Patienten. Ist das das gute Stück? Haben Sie mich schon? Ja, es wurde angeblich verlegt, aber der Wachmann spielt eine sehr undurchsichtige Rolle. Was wollen Sie denn hier? Es tut mir leid, dass ich Sie nicht geglaubt habe. Was denn, Sie kennen sich? Er hat Frau Griffs in die Klinik gebracht. Herr Professor Simoni? Es ist in Ordnung so. Nein. Felix ist unschuldig. Hanna, denk an dich, du musst erst gesund werden. Ich denke ja an mich. Sie waren also der Eindringling. Ja, es tut mir leid. Ich wollte wirklich nichts stehlen. Sie haben meine Privatsphäre schamlos verletzt. Und Sie haben das alles verduschen wollen. Ich werde das so nicht hinnehmen.
Aber geben Sie ihm doch bitte die Chance, seinen Job zu behalten. Sie werden beide die Konsequenzen tragen müssen. Es tut mir leid. Schade um die zwei. Professor Simoni. Ja, Silbersteinstraße. In meiner Abwesenheit muss jemand in meinem Haus gewesen sein. Ich fürchte, ich bin auch noch bestohlen worden. Wozu bezahle ich Sie denn eigentlich? Glaub mir, Hanna, je schneller du den Kampf gegen diese Krankheit aufnimmst, umso größer sind deine Heilungschancen. Sag mal, wen sollen wir denn benachrichtigen, falls... Naja, deine Eltern willst du nicht benachrichtigen, so wie habe ich schon mitgekriegt. Aber wenn dir wirklich was passieren sollte. Nimm sie die. Gibst du dieser Nummer auch einen Namen? Felix. Den Nachnamen kenne ich nicht. Na dann, frag ihn doch mal, wenn er dich das nächste Mal besuchen kommt. Hm? Warum grinsen sie eigentlich immer so? Du kannst offensichtlich gar nicht anders. Hm? Du musst immer alle Welt vor den Kopf stoßen. Aber bei mir bist du in einer falschen Adresse. Hm? Ich habe gestern eine junge Patientin mit schweren Schnittverletzungen am Arm aufgenommen. Mit Schnittverletzungen? Ja, sie sagte, sie wäre auf der Straße in eine kaputte Flasche gefallen. Und Sie meinen, da steckt was anderes dahinter? Ist schon möglich. Sie lebt auf der Straße. In so einem Fall müssen Sie vor einer Computertomographie wenigstens mit mir sprechen. Sie wissen doch ganz genau, wie Frau Marquardt reagiert. Keine Sorge, sie ist versichert. Außerdem war das CT mehr als notwendig. Würden Sie jetzt mal einen Blick drauf werfen? Aus wie ein Oberschenkelsakko mit Knochenbeteiligung. Wie haben Sie es denn entdeckt? Mehr oder weniger zufällig. Und sie muss sofort operiert werden. Hm, sehe ich auch so. Danke. Ich dachte mir schon, dass Sie die Sache so einschätzen würden. Bedingt. Wie alt ist denn Ihre Patientin? Gerade mal 18. Gibt es ein Problem? Nein. Aber Sie trauen sich der Operation zu? Ja, sicher. Manchmal übernachte ich auch im besetzten Haus. Die Leute da sind total nett. Neulich gab es sogar Nachwuchs. 14 Hundebabys. Magst du Hunde? Hm. Ich hätte auch gerne einen. Wieso wohnst du nicht bei deinen Eltern? Weil es nur noch Stress gab. Mein Vater ständig ausgerastet und als ich dann mein Abi geschmissen habe, naja. Ich habe deine Sachen gewaschen. Wann haben Sie das gemacht? Naja, vielleicht bin ich ja nicht ganz so streng, wie du glaubst. Ich bin Schlimmeres gewohnt, von den Bullen, oder? Wissen deine Eltern eigentlich, wo du bist und wie es dir geht? Ich habe über deine Situation nachgedacht. Auf der Straße leben ist keine Perspektive. Vielleicht tut es deinem Vater inzwischen leid? Dem? Wohl kaum. Hanna, ich will dir doch nur helfen. Das ist ja alles nur Show, mich weich zu klopfen, oder was? Du machst es einem wirklich nicht leicht. Morgen. Ich wollte zu Frau Dreves. Ja, aber bitte. Ich dachte schon, es sei die Polizei. Dein Rucksack. Ich habe alles für dich in Ordnung gebracht, Hanna. Wer weiß meinen Vornamen? Ach, das war nicht schwierig. Ich heiße übrigens Felix. Das klingt ja wie... Das klingt gut. Tja, dann hoffen wir mal, dass die ganze Sache nicht rauskommt. Übrigens, ich habe mich noch gar nicht bei dir bedankt. Danke. Ich habe es ja auch für mich gemacht. Hast du eine Zigarette für mich? Du, ich glaube, hier ist Rauchen verboten.
langsam Zeit, sonst verpassen Sie Ihren Flug. Ach, du lieber Schreck, jetzt habe ich doch zu Hause in der Hektik meine Armbanduhr vergessen. Wie viel Zeit ist denn noch? Nur so 40 Minuten. Oh, ich fliege. So. Chef? Ja? Ja. Langsam Zeit, sonst verpassen Sie Ihren Flug. Ach, du lieber Schreck, jetzt habe ich doch zu Hause in der Hektik meine Armbanduhr vergessen. Wie viel Zeit ist denn noch? Nur so 40 Minuten. Oh, ich fliege. So. Manchmal übernachte ich auch im besetzten Haus. Die Leute da sind total nett. Neulich gab es sogar Nachwuchs. 14 Hundebabys. Magst du Hunde? Hm. Ich hätte auch gerne einen. Wieso wohnst du nicht bei deinen Eltern? Mit so einer Stress gehabt. Mein Vater ständig ausgerastet und als ich dann mein Abi geschmissen habe, naja. Wenn du willst, kannst du eine Weile bei mir wohnen. Ich habe zwar keine große Wohnung, aber immerhin mit Balkon. Willst du mich anmachen, oder was? Ach, was? Das ist rein freundschaftlich. Meine Handynummer. Warum machst du das alles? Weil ich das Gefühl habe, dass du ein bisschen Hilfe ganz gut gebrauchen kannst. Und weil ich weiß, wie es in dir aussieht. Ich habe auch mal das Gymnasium geschmissen. Wegen meiner ersten großen Liebe. Die ist längst mit einem anderen verheiratet und ich mache mein Abi auf der Abendschule nach. Warum wisst ihr eigentlich immer alle, wie es mir aussieht, hm? Rufst du mich an? Frau Reeves. Neulich gab es sogar Nachwuchs. 14 Hundebabys. Magst du Hunde? Hm. Ich hätte auch gerne einen. Wieso wohnst du nicht bei deinen Eltern? Ich hatte so noch Stress gehabt. Mein Vater ständig ausgerastet und als ich dann mein Abi geschmissen habe, naja. Wenn du willst, kannst du eine Weile bei mir wohnen. Ich habe zwar keine große Wohnung, aber immerhin mit Balkon. Willst du mich anmachen, oder was? Ach, was? Das ist rein freundschaftlich. Meine Handynummer. Warum machst du das alles? Weil ich das Gefühl habe, dass du ein bisschen Hilfe ganz gut gebrauchen kannst. Und weil ich weiß, wie es in dir aussieht. Ich habe auch mal das Gymnasium geschmissen. Wegen meiner ersten großen Liebe. Die ist längst mit einem anderen verheiratet und ich mache mein Abi auf der Abendschule nach. Warum wisst ihr eigentlich immer alle, wie es in mir aussieht, hm? Rufst du mich an? Frau Reeves. Wir haben das Ergebnis der CT. Und? Alles okay mit meinem...